zu einer neuen Emergency-Folge hier auf dem Kanal. Ja, es geht weiter. So. Erstmal hier die ganzen Belohnungen einsammeln. Ja. So, ich wünsche euch, so nachträglich wünsche ich euch übrigens hier ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr 2022 gekommen. Also ins Jahr 2022. Ja. Wir spielen immer noch hier auf die Erweiterung hinaus. Aber vorher werden wir unsere Einsatzkräfte ein bisschen aufpeppen. Ah, hier sind sie sogar schon. Die können wir jetzt noch nicht erweitern. Gut, ich habe ein bisschen Geld hier mir besorgt. Aus Quellen, sage ich mal. Damit wir nämlich heute hier die Hauptquartier ausbauen können. Das dauert 3 Stunden. Können wir das... Das können wir beschleunigen. Machen wir das. So, das Hauptquartier ist ausgebaut. Das gibt wieder eine schöne Belohnung. Mal kurz ein Schlückchen getrunken. So, das hätten wir. So, was haben wir freigeschaltet? Auf jeden Fall einiges. Rettungsbündnis. Wir können jetzt einem Rettungsbündnis können wir beitreten. Neue Einsätze gibt es. Ein neues Einsatzgebiet, höhere Belohnungen, neue Einsatzstufe, neue Depots und dann noch viel Dekoration, Rettungsbündnismonument und so weiter und so fort. Schön. Glückwunsch, du hast dein Hauptquartier auf Stufe 3 verbessert. Entschuldigung. Für einige Depots stehen dir nun weitere Ausbaustufen zur Verfügung. Mit jeder weiteren Ausbaustufe eines Depots erhältst du eine weitere Einsatzkraft. Okay. So. Dann schauen wir doch mal. Das wäre jetzt das nächste. Das Kranwagendepot. Das würde ich dann hier hinbauen. Aber dafür haben wir noch nicht genug Münzen. Wir haben auch nicht genug Diamanten. Die will ich auch gerade ungern ausgeben. Deshalb würde ich sagen, wir machen mal einen Einsatz. Und zwar Scheunenbrand. Den hatten wir schon mal. Ich sage, machen wir den nochmal. Das kennt man. Ich glaube, wenn die diese Münze so haben, oder was auch immer das ist, dieses Abzeichen, dann hatten wir diesen Einsatz schon mal. So, da kommt die ganze Bagage angefahren. So. Große Scheiße ist hier wieder. Alles klar. Passiert. Alles klar. Hören. Wir könnten jetzt noch das TLF dazu holen. Das mache ich auch. Lassen wir das auch mit löschen. Das war's schon. Also in der Realität ist die Feuerwehr ja bestimmt teils manchmal stundenlang im Einsatz, ne? Hören. Okay. Gut, aber kannst du ja auch nicht stundenlang in einem Einsatz in Emergency hocken, ne? Das ist ja auch witzlos. Was gibt's? Roger. Genau, Roger. Gut erkannt. Fahrzeug steht zur Verfügung. So, das war's, würde ich sagen. Wir haben uns verbessert auf Silber. Schön. Zum Hauptquartier. Ja, war gerade eine kleine Info hier. Was haben wir hier noch? Baumbrand durch Blitzeinschlag. Okay. Aber wir könnten ja auch Wachen erweitern, ne? Ah, das kostet ein bisschen was.
Das kostet ein bisschen. Das könnten wir erweitern. Das mache ich auch mal. So. Containerreihe in Brand. Nee. Dafür haben wir noch nicht genügend Einsatzkräfte. Beziehungsweise hätten wir theoretisch schon, aber die sind nicht genug, genug ausgerüstet. Gebäudebrand durch Feuer in Küche. Versuchen wir es mal. Stärke 150, das sind die. Oh. Das wird witzig. Fahrzeug steht zur Verfügung. Auf dem Weg. Was gibt's? Roger. Was gibt's? Roger. Was gibt's? Roger. Was gibt's? Roger. Jetzt reicht's auch mal. Alles klar. So. Einer ist gelöscht. Der soll jetzt diesen Schuppen hier kühlen. So. Hier unten wird der Verletzte versorgt. Ne, versorgt. So, die können zurück zu den Fahrzeugen. So, dann liegt hier noch einer. Der sollte auch versorgt werden. Was eine heisere Stimme. Fahrzeug steht zur Verfügung. So, der wird abtransportiert. Und er kommt auch wieder. Der Rettungswagen. Hören. Verstanden. Hören. Okay. Dann kann unser Notarzt zurück. Und hier die Sanitäter, die können mal den Verletzten transportieren. Den Verletzten. So. Ach, Jod. Schönes Jod. Da sage ich doch nicht nein, ne? Schließe 25 Einsätze erfolgreich ab. Schön. Heute läuft es rund. Was haben wir hier noch? Da will ich erstmal die Wachen ausbauen. Den können wir noch nicht machen. Da brauchen wir erstmal das Kranwagendepot. Und das haben wir ja gerade nicht. Ladendieb im Supermarkt. Ja komm, fahr mal los. Unterstützen wir mal die Kollegen. Ja. So mit Musik und Leuchtreklame geht es. Zitat von Feuer und Flamme. Das war eine Folge, da ging es darum, lass mal überlegen, was wir für einen Einsatz machen. Ne, den machen wir noch nicht. Den könnten wir machen. Wir haben ja nur falls noch diese Löschflugzeuge, ne? Ja, komm. Wenn wir nicht weiterkommen, dann nehmen wir die Löschflugzeuge dazu. Nein, das mit Musik und Leuchtreklame, das war von, ich glaube, Staffel 2 von Feuer und Flamme war das. Da ging es darum, die wurden zu einem Unfall auf der A42 gerufen. So, und jetzt war das Problem, dass, ein Problem, das hasse ich auch total, dass die Rettungsgasse blockiert wird. Ne? Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Ne? Und dann kam die nicht durch. Und beim Kommentar von dem einen Feuerwehrmann musste ich ein bisschen lachen. Der hat nämlich gesagt, könnte daran liegen, dass die überfordert sind, die Autofahrer, wenn der jemand mit, wenn mir da ein großes Fahrzeug kommt, also mit Musik und Leuchtreklame, dann musste ich ein bisschen lachen.
Weil das war wirklich eine hervorragende Fahrzeugbeschreibung. Was gibt's? Ich packe euch mal das Video in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr es euch selbst mal anhören. Was gibt's? Okay. So. Unten liegt ja noch jemand. Fahrzeug steht zurück. Wird ausgeführt. Wie ist das nur passiert? Wie konnte es nur zu diesem Brand kommen? Was gibt's? Alles klar. Was gibt's? Okay. Fragen über Fragen. Darum soll sich die Polizei kümmern. Fahrzeug bereit. Wird ausgeführt. Aber schöne Gegend. Komm Leute, wollen wir noch mal ein bisschen zelten gehen? Das war's mal wieder komplett. Ach, sind eigentlich immer Einsätze gekommen. Wenn ich das schon da hinten sehe, dieses Zeltlager. Komm, wir gehen mal ein bisschen zelten. Das hat mich gerade ein bisschen angelacht. Dann wird mal dieser Verletzte hier abtransportiert. Fahrzeug steht zur Verfügung. So. Hören. Roger. Der kann zurück, der Notarzt. Ist, glaube ich, überhaupt nicht realistisch. Und ist es in der Regel nicht eigentlich so, dass der RTW gerufen wird? Wenn die merken, das ist was Größeres oder so, oder die brauchen mehr Kräfte, dann holen die den Notarzt dazu. Oder in der Regel fahren doch eigentlich auch dann beide hin, ne? Also Notarzt und Rettungswagen, ne? Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug bereit. Beziehungsweise, eigentlich ist es doch auch so, die Rettungswagenbesatzung, die versorgt die Patienten, fährt die dann auch in die Klinik, wenn es erforderlich ist, ne? So, währenddessen wird der hier abgeschlossen, der Einsatz hier. So, bis zur nächsten Folge wird das Trainingszentrum fertig ausgebaut sein. Dann werde ich offscreen ein bisschen meine Leute hier auf Vordermann bringen, mal ein bisschen aufleveln. Ja, in den nächsten Folgen werden wir dann auch mal hier hoffentlich die ganzen Stationen, hier die ganzen Wachen ausbauen können. Genau. Hier hinten klafft erstmal eine riesige Lücke. Warum, das weiß kein Mensch. Muss ich mir auch mal was einfallen lassen. Bräuchten wir diese Erweiterung, ne? Ja, zum Abschluss der Folge würde ich sagen, nehmen wir noch Unterstützungseinsätze an. Einmal den hier. Schwarm bedroht Supermarktkunden. Das weiß ich gar nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Aber gut, ich würde sagen, das war's auch von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, also dann schreibt das in die Kommentare. Den Stream habe ich übrigens auf Freitag 12.30 Uhr verlegt, wegen terminbedingt. Ja, und wie gesagt, das war's von diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao.